Hi Leute, ich habe was Unglaubliches für euch. Und zwar wurde mir von unserem Ranglistenspieler Noah etwas extrem Krasses durchgespielt. Und zwar die wahrscheinlich schnellste 180 eines Jugendspielers aller Zeiten. Die 180 wurde gestern in einem Instagram-Match geworfen. Und ich blende euch beide Namen ein. Und ihr könnt ihn auf Insta folgen. Und ihr könnt die Bude explodieren lassen. Und ich mache das sehr gerne für diese Jugendspieler. Und jetzt schauen wir rein. Hier nochmal die Instagram-Accounts. Einmal vom 13-jährigen Daniel aus den Niederlanden. Und einmal Noah, sein Darts-Account. Sie ist wohl ein Ticken langsamer als Ricky Evans schnellste 180, aber das untersuchen wir jetzt. Erstmal Ricky Evans World Record Video auf YouTube von 2,65. 6 für Simon! Und jetzt schauen wir Ricky Evans 2,16 und messen mal aus, was sie da genau gemacht haben. Es wird auf jeden Fall eine enge Kiste. So, dazu müssen wir erstmal zum Anfang vom ersten Dart, der hinterlässt einen Sound. Der Sound ist genau hier. Bumm. So, ein Frame früher. Und jetzt. Bum, bum. Hier ist irgendwo der dritte. Das müsste der hier sein. Das ist der dritte. Schauen wir, ob wir den Frame genau erfassen können. Jetzt haben wir einen zu früh. Jetzt nehmen wir einen zu spät. Dann sind wir genau in der Mitte hoffentlich. So. So würde ich es jetzt machen. Hier sind wir zu früh. Hier sind wir zu spät. Es kommt dann ungefähr genau hin. Schau mal, wie lang dieses Stück ist. Hier ganz unten rechts sehen wir es. 2,14. Ist diese Datei. Also mutmaßlich 2,14 Sekunden. Wobei die 1,4 sind 60stel Sekunden. So, und jetzt schauen wir, wie schnell der 13-jährige Daniel Darts 180 war im Spiel gegen Noah. Wahnsinn. So, hier wirft erstmal Noah eine 24 und die lasse ich drin, weil es geht super schnell. Passt auf. Oh, 24. 180. Jetzt sehen wir es gleich nochmal in Vergrößerung. Oh, 24. Der Sound ist ein bisschen off, aber wir schauen mal. So, wir messen jetzt mal, ich habe das schon rausgeschnitten, hier. Und zwar gehen wir ganz nah rein. Der Sound fängt genau hier am Frame an. Das passt. Das ist der erste Dart. 1, 2, 3. So, und warum bin ich hier so weit hinten? Wir schauen mal rein. Hier, sobald der Dart einen Sound macht, hier hat er noch keinen Sound gemacht, hier schon. Das ist hier ein Frame. Von hier bis hier ist ein Frame. Das ist extrem wenig. Und deswegen, der Sound wird gemacht hier. Zack. Also vielleicht war er noch ein Ticken schneller. Es ist wahrscheinlich 2,214 ungefähr. Wenn man sieht, dieses Ding 2,213. Wir nehmen es jetzt ganz. Und dann hat er 2,22. Abartig schnell. Und jetzt schauen wir es uns nochmal in Original sozusagen an. Erst kommt's Original und dann kommt einmal reingezoomt, wo der Sound verzögert ist, aber wir haben es hier genau ausgemessen. Hier fängt's an. Hier ist vorbei. 2,22. Der Mann ist 13 Jahre alt, das wird die schnellste 180 eines Jugendspielers weltweit wohl sein. Ich komme hier also auf 2,22 Sekunden. Was heißt jetzt 0,22 Sekunden? Das heißt, 0,60 sind wieder eine Sekunde. Jetzt müssen wir es umrechnen. Und zwar müssen wir es teilen durch 60 und dann mal 100. Und dann sind es 2 Sekunden und 36,600. Dann ist wieder die Frage, was 0,6 ist. Aber ich glaube, lass es jetzt mal kurz. Oh, 180.